Wenn mehr Leute dazukommen, sollten wir es erst in meiner Erwähnung ziehen. So. Das sieht man mir auch wieder. Aber trotzdem, man hat immer die Leute immer noch nicht. Wie gesagt, HB, du kannst, Best Felix, du kannst gerne auch mit in den Discord-Server. Und man hört man SO einfach instant. Ja, das find ich witzig. Irgendwie, wieso ist jetzt SO? Ah ja, geh mal kurz Island, konntest du beitreten. Die Welt ist jetzt da. Ja. Und falls das wirklich, falls das nicht geholfen hat, Leute, also für die, die Probleme haben, guckt euch vielleicht mal auf YouTube ein Tutorial an. Da gibt es bestimmt mehrere Leute, die dieses Problem hatten. Das stimmt. So. Und wegen denjenigen, der ein Huawei hat, vielleicht nochmal Discord neu installieren. Kann ja sein, dass du irgendwas vielleicht doch auf, abgelehnt hast. Und es deswegen nicht geht, man weiß ja nie. So, und Leute, wir treffen uns mal beim Pokéball für alle, die jetzt in der Welt dazukommen. Und wir benutzen aktuell nur den Discord-Set, nicht den Set in Minecraft, dieses Info. Weil ich den nicht auch noch mitverfolgen kann, das wäre mir ein bisschen zu viel. Drei Sets, das ist zu viel. Weil dieser Chat in Minecraft, der ist... Ich frage mich mal, wieso schreibt man überhaupt in einer Konsole? Es ist doch mega nervig, obwohl, ich hatte mit dem Maus, mit dem Pad an der Wii U geht das ja noch, aber Xbox, wenn du da irgendwas schreibst, brauchst du 10 Jahre. Aber es gibt's auch S, nein, ich meine den Team-Set, gibt's auch ein Schriftlesen-Set in Minecraft, das wüsste ich gar nicht. Wir werden gerade alle Nachrichten gelöscht, ich weiß aber nicht warum. Wo? Bei mir kommt gerade fast unter jeder Nachricht gelöschte Nachricht aufrufen. Ah, das kenne ich auch manchmal. Das ist, glaube ich, sobald jemand gebannt hast, ist das irgendwie so. War bei mir auch nur, dass so ein bisschen komisch. Bäh. Ja, warte, ich starte so. Mal kurz nach, vielleicht geht's dann. Mach das. So. Zeig dir mal die Nachricht nochmal. So. Also wann, es kommen noch irgendwie Leute so in so Minecraft hinzu. Es ist wieder da. Also, jetzt hauen wir deshalb Esso da, ist das Besten ausmachen. Ja. Wir haben alle Überlegungen. Keine Ahnung. Junge, wird da disconnected? Ja, es werden mehr. Vielleicht sollten. Warte mal, ich spiele mal kurz den Channel, damit wir nicht mehr ganz so viele reinkommen, weil sonst haben wir gleich das Problem, dass wir uns alle gegenseitig durchlaufen. Wo? Im Discord? Ja, hier im Channel. Ja, im Channel einfach, weil wir, glaube ich, schon fast 20. Wir sind jetzt. Okay, wir sind noch 8. Ich habe jetzt die Beschränkung auf 20 Leute gemacht. Ja, das ist in Ordnung. Kann ich ja später wieder runternehmen, falls es sein sollte. Irgendwie ist gerade nichts los im Channel. Ich meine. Drei Leute, drei Zuschauer. Fällt Esto. Auf YouTube meinst du? Ja, es sind ein paar Zungen, die weg. Hm, kommen schon wieder. Aber es ist immer so in Minecraft, die sie erst gehen, aber dann wieder kommen. Oh, in der Instanz schreibt zu mir, du fetzer Kurensohn. Ja, cool. GTA-Tip-Style, ne? Also. Ja, gut, dann kriegt er einen Bann. Ja, ist ein. Na, lass mal kurz. Ich muss dann wieder noch rumbeleidigt. Diese, weißt du, die so abnormal krass Beleidigungen schreiben, lass es immer schreiben. Du musst auch. Mal schauen, ob es jetzt Beef gibt. Da verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, warum die Nachricht gelöscht wurde. Krötner hat geschrieben, ich hab Spielchat aus. Okay. Die wurde bei mir nicht gelöscht. Ich glaube, das wird bei dir nur angezeigt, weil du jemand irgendwie Bug. Es sagt Bug. Ja, alles klar. Wer redet da gerade irgendeine Sprache? Die kein Deutsch ist. Du Fettsack, du Mock. Pimmelhund. Ja, cool, ja. Ja, wir bammen dich. Bannen dich gleich, aber. Hast du lachen? Ja, aber die weißt, was ich bei denen immer mache. Und das mache ich jetzt hier auch. Weil ich finde das immer so abnormal lustig. Bannen man nicht. Oder die anderen Nachrichten man nicht. Weil jetzt haben wir uns nämlich. Jetzt immer wieder lustig, wenn solche Leute da sind. Jetzt hören wir uns, dann ist mal, wenn das.
hinhaut. Ich hatte immer auch so einen, ne? Das war aber die Sache war, ne? Ich bin ja, ja so aus. Ich hab Kuri darüber letztes Mal gekriegt, ne? Okay, ja, das ist. Da, ja, er hat sich nämlich einen zweiten Account erstellt. Okay. Und er hat mich dann damit getrollt und mir die ganze Zeit irgendwelche Scheißnachrichten immer ins Leben geschrieben. Cool. Und dafür wollte ich mich halt jetzt revanchieren. Ja, läuft. Hat ein zweiter Account noch, kann ich noch ganz abonnieren. Sorry. Aber wir schauen jetzt mal im Stream, was der Typ da rumbeleidigt, ob der Videos hat. Und wenn ja, schauen wir uns die an, weil das ist immer abnormal witzig. Hab ich ja, immer gemacht. Der hat keine Videos. Nein! Wir schauen zumindest mal hin. Hundesohn, wurdest bei deiner Geburt 10-mal hochgeworfen und 2-mal gefangen, mit ein bisschen Glück in deine vergammelte Melone gekrochen bist. Also als allererstes Nerdslord, lern Deutsch. Und als zweites, brauchst du halt einen Sprit und einen Sprit, ganz ehrlich. Das erste. Aber jetzt hauen wir mal. Aber du bist gerade so interessant in deinen Diskussionen vertieft. Kannst du jetzt nur einen Zuschauer kommen? Läuft. Ich dann persönlich mit uns verhalten. Wie wär's denn damals? Ja, es ist so. Also, Nantusa, das ist krass. So, jetzt haben wir uns aber hier erstmal hin. Wir gehen mal drauf auf seinen Channel. Und schauen. Ja, hab ich gerade schon, da ist nichts. Ja, übrigens, bin ich gerade mit meinem zweiten Account angemeldet, der einen sehr effektiven Namen hat. Das ist nämlich mein School-Account, den habe ich so auch genannt. Keine Ahnung. Nein, der hat keine Videos. So ein Kack, ey. Mann. Also wieso habe ich das Gefühl, dass der gerade aus dem Stream geht? Aber weißt du was? Es meldet den. Es ist tun live melden. Und zwar wegen Spam und Betrug, oder? Spam und Betrug, ne? Ja, warte kurz, ich guck mal kurz. Was kann man überhaupt? Wieso kann ich die Leute nur melden, aber nicht den Grund auswählen am Handy? Okay. Dann haben wir den Typ halt einfach instant weg. Spam und Betrug, es ist unzulässig, große Mengen Values ohne Wunsch oder das Wiederholen der Inhalte zu posten. Unsere Nutzungsbedingungen verbieten darüber hinaus die gezielte Manipulation von was macht denn der? Verkauf von Arzneimitteln, alles klar. Irreführende Texte, würde ich sagen. Theoretisch könnten wir diesen irgendwas da melden für Manipulation und, weil sie halt so versucht, uns auf ihren Channel zu locken mit einem echt billigen Trick, okay, dass sie ein Hammerwort verlost. Ja, aber oh, da kann ich. Aber es hat mir jetzt den irreführenden Text mal gemeldet. Guten Gott. Werde bis zu 20 Videokommentar, alles klar. Da muss eine ganze Seite voll ausfüllen. Wir haben dich leider nicht gehört. Da muss es. Funktioniert dein Mikrofon? Da muss eine ganze Seite voll ausfüllen. Das magst du jetzt hier nicht im Stream, das ist der Horror. Ja, mal kurz, lass mal ganz kurz leise sein, sag doch mal okay, was, weil dann wissen wir Bescheid. Weil kann ja sein, dass der wirklich was gesagt hat, was einfach so leise war. Warte kurz. Kommt ihr überhaupt irgendwas durch, wenn er redet? Nee, da kommt echt nicht durch, YOLO. Irgendwie komisch. Ich hab den Typ jetzt noch nicht gemeldet, weil mir zu viel Arbeit ist. Ich mach's vielleicht mal später offscreen. Ich hab dir mal. Ah, oh, du hast mir gemeldet, sehr schön. Am Handy ist es halt nur so, dass du die Leute melden kannst und da steht, Meldung wurde gesendet. Okay. Na gut, bei mir kann einfach so eine Seite mit Sachen immer ausfüllen muss, aber okay. Hey, wenn es mir Spaß macht, so hast du nochmal hier geswindt. Weil. Oh Gott, der ist wieder da. Wer? Ich hab den gerade Land, du Fettsack. Ja, ich hab den. Ich hab den gerade eigentlich gesperrt. Ja, dann hat er wahrscheinlich einen zweiten Account genommen. Was willst du, Mann? Ja, nee, ich habe die Nachrichten nur nicht direkt gelöst. Ja, ich hab die Nachrichten gelöst, die Typ, aber. Ach, das, Mann, das lass mal ein bisschen reden. Vielleicht wird's hier lustig. Kann ja sein. Ja, das war letztes Mal auch immer so. Also, er kann auch Nachrichten schreiben, aber die paar habe ich jetzt mal gelöst. Ja. Ja, das Beste war. Ja, du hast ihn gerade gesperrt wieder. Ja, ich glaube, ich hab ihn gerade gesperrt, kann sein. Aber da geht die Art-Typ neulich. Alter, das war krass. Aber es tun nur mit den Leuten rumbeefen, die auch Videos haben, weil man die mit denen aufziehen kann. Die keine Videos haben, sind eh langweilig.
Tatsache. Ja, wir können ihn. Hey, Nerdstan, du bist ja so ein toller, unglaublich cooler Typ. Kannst ja zu uns auf dem Discord kommen. Link ist eh da. Dann können wir uns Ja, hier mal persönlich besprechen. genau. Das habe ich auch dem GTA-Typ angeboten. Der hat mich aber sogar abonniert, um meine ganzen Videos zu liken. Ja, Das habe ich so und dann gefeiert. Der hat natürlich mich wieder abonniert. abonniert. Und dann natürlich wieder demoniert, nur weil er kurz im Video sagt. Mann, die Typ habe ich verpasst, das war lustig geworden. Ja. Nein, ich muss mich schon wieder auf, indem ich Internetbeschränkung. So. Aber was ist jetzt eigentlich mit Okay. Discord? Wieso redet sonst keiner irgendwie? Brr. Der eine ist gemutet, der andere will, glaube ich, nichts sagen. Jodebam Einer schreibt, es heißt versucht Verbindung. zu Ja, keine Ahnung, wenn verzweifeln. du dein Problem schildern könntest, könnte man dir helfen. Theoretisch. Einer versucht es verzweifelt. Weißt Ja. du, was mir noch eingefallen ist? Ich will auch mal YouTuber werden. Du. Nikolai Golf. Wer? Ich habe keine Nachricht bekommen. Ich bin Ah. Nikolai. Okay. Es könnte natürlich auch sein, dass er die ganze Zeit verbindet und halt nicht connect. Deswegen kommt er, kann halt nicht reden. Also er ist zwar bei uns im Chat drin, im Channel, aber kann halt nicht reden, weil die Sprachaktivierung nicht verbindet. Ah ja, das kann auch sein. Das kann auch gut sein. Dann sollte er vielleicht versuchen, wenn er zu Hause ist, kurz WLAN auszumachen und neu zu starten. Das ist erst so, das kann helfen. Ja. Übrigens, ich will mal ganz kurz so ausprobieren. Es gibt nämlich so eine schöne Funktion, man kann die Kabel sehr hochstellen. Ich stelle die jetzt auf 96, weil ich habe 50 K Glasfaser und will sehen, ob man einen Unterschied hört. Okay. Alter, what the fuck? Ah, ja, Brr. man hört dich, Ja. man hört dich. Ah, Ja. man hört ihn. Man hört dich, ja, der ist nur Daily, der ist nicht YOLO. Ist nur Daily. Ist nur Nee, Daily. ich bin Daily. Dali. Oder Dani, sorry. Mann, jetzt wo ihn geblockt hat, sagt er nichts mehr. Voll Kacke. War Ja. gerade lustig mit dem Typen. Ja, der Typ mit Ja. diesem Block ist eigentlich nicht der, es ist immer geblockt, aber. Wer? Ja, der hat wieder. Nerd. Der hat vorhin geschrieben, du wurdest zehnmal in die Luft geworfen und nur zweimal gefangen und was weiß ich. Und vor allem ist schon abendlich, dass man sich die Sprüche aus dem Internet klauen muss, ne? Ja. Wir haben dich leider Mann, immer Digga. noch Ja, nicht. warum? Herr David, warum hat er dich beleidigt? Einfach so, Und aber dann das einfach beleidigt, passiert wenn ab und überhaupt. zu. Sei es im Alter, sei es wegen Facecam, I don't know, aber ganz ehrlich, ich beachte die nicht, weil Typisch YouTube. das Typisch kleine sind. Kinder, die auf YouTube unterwegs sind. Ja, das sind die ganzen kleinen 10-jährigen Kinder, die es cool fühlen, wenn die hier ein bisschen Scheiße schreiben können. Auf einmal kommt das zu uns wirklich und der ist so 20. Dann wären wir echt am Arsch. Ich meine, ich bin 16 und du mit 15. Ja, läuft bei uns. Ja gut, Lolli sind zwei wildlebende Hunde. Die tue ich lieber nicht jetzt hier angreifen. Ja, man hört es dann immer noch nicht, Solo Ben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man dir noch helfen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich wirklich mal ein Tutorial auf YouTube angucken. Ja, vielleicht schau dir wirklich mal YouTube-Tutorial an, dann weißt du vielleicht, wie das. Weil an sich bist du ja da. Weil, Hab's ja, echt gesagt? du hast es nicht gemutet Warte laut mal. Discord. Was ist? Warte mal, hat jemand echt gesagt? Hä, wie? Ja, da hat gerade aber wirklich jemand was gesagt. Ich habe da gerade irgendwas gehört gehabt. Studio Le Bam mal auf Ganz komplett kurz. laut stellen. Sag mal was, Solo Bam. Hi. Ja. Ja, man hört dich. Man Hi, hört ich dich. hab, man hört es, nur sehr leise. Was? Ja, ich mach dich mal ganz kurz. Ja, du. Geh mal nochmal unter Einstellungen und dann auf Lautst unter Audio und Lautstärke. Stell dir mal volle Pulle. Ja, hab ich. Perfekt, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, jetzt hat man Was? dich. Ja, man hat dich jetzt gerade gut. Ja. Ah, endlich geschafft. Das Dann ist kann er. ich die Kopfhörer ja wegpacken. Auf dem Boden. Hi. Oder sind sie Foto? Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind gerade zwei Kollegen von mir einfach bei Mc's und gönnen sich auf Doom. Jetzt habe ich Hunger. Leck mich doch.
Warum solche Uhrzeiten? Als ob die bei solchen Uhrzeiten beim McDonalds rum sind. Naja. Kein Scherz, wir sind gerade wirklich beim McDonalds. Wirklich? Ist bei euch einer in der Nähe oder wie? Läuft bei euch. Nein, ich kenne, die sind halt recht, die wohnen weiter weg, die wohnen 44 Kilometer von mir. Ah. Jedenfalls die eine. Okay. Und die sind jetzt gerade einfach bei Mc's und essen Pommes, Nuggets und Big Mac. Und ich hab Hunger. Ich Ich hab jetzt auch wieder Hunger, wo du sagst, Mann. Verdammt, jetzt geh ich mir ein Brot machen, ey. Und ich nehme euch alle mit. Ja. Ich hab keinen Bock, das Handy mitzulegen. Und übrigens, in 6 Minuten ist weg, ne? Meine Internetbeschränkung ist dann aktiv. Hört ihr mich? Dein Internet, alles klar. Ja, wir haben das. Das hat, ja, nice. Ja, es funktioniert. Ne, man klopft's nicht. Ja, ja, mach dir Brot. Bestes Deutsch, ne, mach dir Brot. Ich mach mir gleich was anderes. Ja, gut. Aber Mr. Fox, das Foto von Nico ist immer noch nicht scharf, ey. Also, scharfe Fotos kannst du machen. Falls du das gehört hast. Was ich nicht glaube. Ja, doch, ich hab's gehört. Aber kaum verstanden. Such doch mal nach Diamanten oder andere Erze. Hm. Und so, Ben, was hast du für Konsolen, so? Ich hab nur eine, also okay. Auch nur eine. Was hast du für eine? Wii U. Okay, was hast du für Games? Für die Wii U. Ey, der ist wieder da, dieser Typ. Wer ist er? Hat einen neuen Account gestellt. Oh, nett, es war, hey, da bin ich, hey, bin ich da, ja, cool. Oh, den lassen wir jetzt mal, das wird, Hier, der Typ ist wieder da. Der hat einen zweiten Account erstellt, namens Netz2Netz. Der ist wieder da. Und tut weiter beleidigen. Es wird etwas länger dauern, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr gut gestorben sein. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Okay. Ich sag schon mal tschö. Ja. Ich gucke mir dann morgen an, wie die Diskussion ausgegangen ist. Ob ich mich zu Tode lachen kann. Wer weiß. Okay, na gut. Rein. Ja. So. Ja, du Fettsack, ja, danke. Er kommt Discord. Nein. Da freue ich mich. Ja, Alter, lass ihn mal Discord kommen. Cool. Ich hab das tausendmal hinter mir, Alter. Ich kenne das genug. Warum freuen? Ja, ich freue mich sehr, weil wir dann Beef Battle machen können und du kommst wahrscheinlich halt eh nicht auf Discord, sondern drohst das nur. Ja, nicht, also nett oder nicht, ja, freuen, weil, ja. Das ist lustig. Ja, zu lustig, um wahr zu sein. So, ich habe doch 5 Minuten noch die Möglichkeit, mit euch zu reden. Okay, ja, der Typ kommt ins Discord, hat er gesagt. Der Typ von vorn. Ich weiß. Ich bin gespannt, abonnieren müsst übrigens mal, wenn du Discord kommst gleich noch, das ist dann perfekt. Ey, ich sehe jetzt dein Vater oder so. Ja, genau. Oh, Alter, das... Ja. Aber wir haben ihm ja nichts getan, er beleidigt nur rum, ne? Wir haben gesagt, wir freuen uns, dass du auf Discord kommst, also, na gut. Vor allem, wir haben das hier ganz genau, was er geschrieben hat, ne? Das stimmt. Ja, als ob der jetzt kommt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war nur Bluff. Aber als ob er jetzt kommt, ist... Ne. Der wird nicht kommen. Ja, ich würde es lachen. Nee, du traust es bestimmt nicht, ne? Ja. Wir 1, 2, 3, 4, 5 gegen ihn. Ja. Was, 5? Na gut, ja, wir sind. Ne, jetzt sind wir noch 4. Einer ist gerade gegangen. Der aber eh nicht mitgeredet hat. Ja, schon 4. Warte mal, wer ist dieser Dali? 1990.
Er wird aber nicht online kommen. Da traut er sich niemand hin. Da traut sich niemand zu uns. Nee, wird er nicht. Er soll aufhören zu blöffen, Alter. Ist erst so. Ja, warte mal, ich hatte gerade was gehört. Ja, aber es ist ja kein neuer da. Ja, stimmt. Wahrscheinlich muss er erstmal einen Stimmverzerrer runterladen, damit er älter klingt, als er ist. Also, wenn der Stück jetzt seinem Mann kommt, oder hält einfach die Sachen. What the fuck? Ja, ich esse. Warte, wer ist? Der Gamer-Codes-Fettsack. Oh mein Gott, er ist da. Oh mein Gott, nein. Ja, fuck, ey, er ist wirklich da. Lol. Ey, bester Name, ne? Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich bekommt er auch nichts hin zu pressen. Ja. Hallo? Ja, der sagt halt einfach nichts, ne? Was? Oh, ich glaube, er hat gerade Fettsack gesagt. Sag mal was. Was? Ey, ich kann nicht. Der ist bei Deathbus doch schon im Video gewesen. Was ist der? Der Typ war bei Deathbus schon mal im Video. Kennt ihr den YouTuber? Wessen? Was ist der, Alter? Doch, genau der. Du lagst gerade übelst auf Discord. Der Typ ist komplett durch und vor. Auf gut Deutsch gesagt. Okay. Was? Ja, ein Star Cooper, du kannst gerne mitmachen. Star Cooper, danke fürs Abonnieren. Und du kannst gerne mitmachen. Ich brauche nur deine ID. Dann kannst du mitmachen. Ja, danke, wie gesagt, fürs. Was ist dein. Du hast Stimmverzerrer drin, ne? Finde ich cool. Was ist dein Problem? Ich fühle mich gerade wie abgecreeft, der auch immer die ganzen kleinen 5-Jährigen von seinem YouTube-Channel da runterhaut. Das ist witzig. Ohne Witz. Aber man muss sich ja. Es ist alles gefällt bei dem. Aber normalerweise müsste das Video oder deine Channel ist ja gar nicht gefällt. Also, das müsste er sie zeigen. Ich meine, du bist echt bekloppt. Fettsack. Kannst auch noch was anderes sagen als Fettsack? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist das einzige Wort, was er jemals gelernt hat. Das glaube ich auch. Hat mal ja gesagt. Ja? Wie alt bist du? 5 Jahre? 3 Jahre? 2 Jahre? Nicht älter, glaube ich. Eins. Mal ganz ehrlich, zu sagen, dass du 1 bist, ist ziemlich uncool. Hättest du gesagt, du wärst 21, wär's cool, aber nicht 1. Okay, hey, der Typ macht die Angst, wer ist der? Der macht die Angst. Ah, nicht gleich eine Lache. Gut nachgemacht, ne? Alter. Hätt mal gar nicht gehört. Aber wie gesagt, an den Star Cooper, ich brauche deine ID. Wenn du mir die gibst, kannst du gerne mitmachen. Bäh. Bäh. Alter. Okay. Okay, das ist erst gerade abendlos, was wir machen. Aber was sagst du, Simon? Ja, er ist so dumm, was anderes zu sagen, ist halt erst so. Sag mal, wenn du jetzt ja auf Discord bist, kommen wir jetzt holen. Schön gepflegt kommunizieren. Also sag mir doch mal bitte, wieso bist du gerade dabei, mich zu haten? Was hast du gegen mich? Deine Stimme. Meine Stimme? Ach, das sagst du, okay. Interessant. Was denn? Die Stimme ist ja gar nicht mal so schlimm. Jeder hat seine eigene Stimme, jeder ist einzigartig. Tja. Ist erst so. Ja, du mit deiner Kindergartenstimme sagst, dass andere Stimmen slim sind, ne? Das ist ja keine Kindergartenstimme. Wir wollen mal nicht übertreiben, das Krabbel-Krabbel-Stimme. Ja gut, das ist du. So, das muss ich mit einer ID eingeben, Leute, auf Discord, auf Minecraft. Also nicht wundern, falls ihr kurz rausgeschmissen werdet. Guidaro, Abend. Kannst du auf Discord gerne dazukommen, falls du Bock hast. Wir haben da gerade einen Typ hin, der die ganze Zeit rumjammert. Und wieso sind die anderen einfach mal instant raus?
Ja, was, sind wir nur noch zu dritt? Das war jetzt ein bisschen noch das. Das irritiert mich gerade. Also nur noch wir zwei. Lol. Keine Ahnung, was da los war. Aber auch gut. So, ich muss jetzt eine Freundschaftsanfrage machen. Ach, du spielst auf Wii U. Ich spiele Minecraft Wii U, genau. Ich auch. Nice. Hast du meine ID schon? Nope. Aber du kannst mir... Wenn du mir deine verrätst, kann ich die eingeben. Ja, entweder es heißt Annemarie Freund zusammengeschrieben oder... Ja, das schreibst du wie gesagt gerne in... Bluh. Alter, ich wollte jetzt ein Smiley sein, Bananen-Kuss-Smiley, was ihn gesehen hat. Ich muss ja, erst... Ja gut, ja sorry, ich hab den jetzt heute mal benutzt und seitdem ja. Geht er irgendwie nicht mehr weg. Bin da. Okay. Ja, der Hater-Typ scheint auch seinen Weg gefunden zu haben. Wer? Der Typ, der die ganze Zeit rumgehatet hat, dieses Kindergartenkind von gerade eben. Dieses, was die ganze Zeit bäh gemacht hat. So ungefähr. Ich kann das nicht mal. Zeig mal. Ah. Hallo. Warum verpackt? Internet ist auch immer weg, wa? Okay. Ja, kann ich auch schon mal Tschüss sagen und Tschüss dem auch. Und, wurde mit. Ja, man hört es gerade im Stream. Oh, ja, jetzt habt ihr das Handy auf laut gestellt, ja. Ich würde sagen, was? Ich hab das ja immer geglaubt, dass die Videos schon selbst abgegrüßt und alles nur fake wären. Gesichert den Jungen, aber jetzt sind wir einfach komplett die Gegenteil gezeigt. What the fuck ist mit dem Jungen falsch? Also der Typ ist ein bisschen krank. Aber ja, das wissen wir eh schon, ich wollte das wissen müssen. Gamer Code? Ja. Ja, und ich versuche mal einzugehen und nicht dann zu kommen. Hau rein, Leute. Hau rein, Spree. Ja, Mama. Und zu dich. Ja, ciao. Danke fürs Mitmachen. So. Wo ist der Typ? Wer ist der Hater oder was? Ja, wer hat gesagt, was kommt? Ja, der ist gerade gegangen. Das war dieser. Der ist noch. Der ist nicht mehr online, aber der hieß Gamercouts. Der Gamercouts Fettsack. Findest du unter Offline-Leute, die hier auf dem Server mal waren. Das ist einfach bester Name, ne? So, ihr könnt das Bild wieder beitreten. Oh nee, Achtung, ich musste mal raus, weil ich habe einen falschen Controller registriert. Ich komme gleich nochmal rein ins Spiel. Ich spiele auch immer mit Controller. Ohne Controller kann ich irgendwie nicht. Ja, ohne Controller wird Minecraft auch schwer sein. Aber ich mein Pro-Controller. Du kannst jetzt fliegen, steht da. Nice. Ich kann auch fliegen. Ja, cool, da, das war gerade Mystery Fox. Ich kann hinfliegen. Immerhin kann ich fliegen, ne? Ja. Macht einfach überhaupt keinen Sinn, ne? Alles klar, Kuidaro flippt aus. Alles klar. Mit was streamst du? Ich hab eine Elgato, mit der Streamer, also eine Capture Card. Und mit einem Streaming-Programm. Das sind so die zwei Hauptsachen. Es braucht noch mehr, aber das sind jetzt so die wichtigsten Sachen. Ne, man braucht eine Capture Card. Ich kann die Elgato empfehlen. Und halten der Software zum Streamen. Natürlich im PC auch, sonst geht das nicht, das ist klar. Wie streamst du immer so? Wie? Naja, ich hab halt wie gesagt meine Aufnahme-Crapper-Karte. Und die schließt halt an die Konsole an. Und das andere eine kommt zum PC. Und dann habe ich ein Programm, mit dem ich das ausreißende und live streame. Ist eigentlich recht simpel. Wenn von den Tagen und Uhren. Ja gut, da wir hatten davor schon geredet gehabt, auf Discord. Der Rap hat dann müssen wir abziehen nochmal angerufen. Ich habe da seine Nummer und er meine. Ja. Das habe aber auch nicht damit gerechnet. Fragt der Typ noch? Der Hater, ich glaube, der hat es, den haben wir vertrieben. Glaube es. Ich glaube, wir haben den zu hart gesehen. Ja, ich glaube, die Beleidigung mit Kindergartentyp war ein bisschen schlecht. Bei Livestream, der hat irgendwas gesagt mit Stimme gerade. Star Cooper, was hast du für ein Handy? Wollte es mal interessieren.
weil ich habe ein iPhone und damit kann ich halt einfach instant nicht streamen, weil die da Apple einfach keine Software oder generell keine Software. Richtig. Aber es neu. Also ich sehe die Frage gar nicht. Ja, aber hast es hat. IPhone? Ja, ich habe iPhone 6. Gestern. Ja, hast du auch im Stream gezeigt. Gut, genau. Ja, weil mein altes ist abgesmiert und ja. Da brauche ich ein neues, aber damit kannst du nicht aufnehmen. Achso, nein, noch ja, aber du hast irgendwas. Du hast da irgendwas gesagt, den anderen. Das stimmt. Ist, was war denn das? Ich hatte das Handy für irgendwas, wollte es auf dem Handy zeigen und habe es in die Facecam gehalten. Und da habe ich beiläufig erklärt, dass das halt ein iPhone 6 ist, mein neues Handy. Irgendwie so. Kein Samsung. Ja, ich hatte davor ein Samsung-Handy, ein Samsung S4. Der reinste Horror. Zumindest meins. Das läuft bei den, ich habe ein anderes Handy. Ich habe Huawei. Huawei machen auch ganz gute Handys, das stimmt. Ja, Huawei. Ja, ich habe Huawei. Sogar mehr Cards als iPhone, glaube ich. Also ja, alles klar, Kuidaro. Der nervt. Alles klar, ich nervt es ja mit der Handynummer. Na, für das ist cool oder was, weil der mal eine Handynummer hatte. Wow. SES. Krass. Was ist das für ein Hauptseum? Kuidaro, was meinst du jetzt mit Nummern? Das weiß ich jetzt nicht. Der Mystery Fox, der ist ja Admin mit mir auf dem Discord-Server und YouTube. Und deshalb habe ich ihm mal meine Handynummer gegeben. Wegen dem Mystery Fox. Der ist jetzt gerade nicht mehr online. Der ist Admin. Deshalb. Ach, den anderen, der. Der gerade noch da war, genau. Ah, okay. Ey, ich war heute, habe ich das halt auch gespielt, ne? Und da bin ich einfach so mal in das Portal reingegangen, was da war. Ja, cool. Ja, da kannst du Höllenstein abbauen. David? Ja? Ich hab aber keinen Minecraft leider. Ah, fuck. Fuck, bin ich jetzt reingefallen, okay? Sonst, wenn ich kann jetzt nicht mitspielen. Wie bitte? Okay. Minecraft wird aber regelmäßig auch by the way. Neulich warst du bei Saturn runtergesetzt auf 15 Euro. So, gut, wo bist denn du? Erwartest, kann mich zu dir, bist du Scraddy? Ja, cool, Daru, der nervt es immer noch. Kann man dir irgendwie helfen? Soll ich dir auch mal nur ergeben? Dann kann er dich damit nicht mal aufziehen. So, also ist Thomas gesetzt, was zu dir teleportieren. Wie alt seid ihr so? Ja, brr. Ich hoffe, dieser Ding kommt nochmal, dieser Typ. Ja. Das hoffe ich auch. Das war so witzig gerade. Ich hätte auch dann gemacht. Wie heißt der wieder auf YouTube? Nerd? Nitz. Hey, ich bin jetzt bei deinem Haus. Er hat ein Video hochgestellt, Leute. Hat er? Ja. Wirklich? Ich habe gerade bei ihm vorher noch keins gesehen. So, ich habe mich gerade in dein Haus übrigens gespawnt. Cool, okay. Boah, da bin ich jetzt drin. Da hat keine Ahnung, wo oben, unten, links und rechts ist. Komm mal. Ich stehe jetzt mal offiziell vor der Haustür. So, und Star Cooper. Du kannst dir gerne irgendwo einen Platz aussuchen und dann dir ein Haus bauen. Ja, und danke. Coach, wer ist der andere? Webs. Also, ja. Also, ich bin die Holo-Bern. Also, wie gesagt, Star Cooper, du kannst dir irgendwo einen Platz aussuchen, da kannst du ein Haus bauen. Ist der andere Star Cooper? Star Cooper ist der andere, der da mitspielt in Minecraft. Ja. Und der andere, der redet? Reden tut gerade gar keiner, der Minecraft ist, bis auf es. Achso, du bist Dali. Ja, und was sagt ihr so zur Xbox Scorpio, was Microsoft heute um 23 Uhr bringen wird? Was meint ihr? Nintendo am meisten spielen. Nintendo Switch?
Wenn Splatoon 2 erscheint, werde ich das sicherlich als Community-Projekt haufenweise bringen, ja. War gerade Deluxe auch bald. Bei Wii U 2, ich meinte, Nintendo Switch Game musst du Ding online bezahlen. Das stimmt, aber erst ab 2018 und das ist verdammt wenig. Tatsächlich, also es kostet glaube ich 20 Euro jährlich, wenn man das mal mit PlayStation und Xbox vergleicht. Alter, so Abfucker, warum bei Wii U? Das stimmt. Kostenlos? Das stimmt, aber. Bei Wii U spielen. Ja, irgendwie müssen die halt selber die Serverkosten bezahlen, keine Ahnung. Aber bei Xbox, also bei Microsoft zum Beispiel, 3 Monate Xbox Online kostet 15 Euro. 3 Monate. Weil ich da Kuba dann nicht auch noch mit Discord kommen? Darf nicht wegen seinen Eltern. Ja, wo kann man die E3 ansehen? Bei mir. Was ist eigentlich so die E3? Das ist die. Kennt ihr die Gamescom? Mhm. Also gut, E3 und Gamescom, das sind beides Videospielmessen. E3 ist die größte Videospielmesse der Welt. Die ist in Los Angeles und die Gamescom findet in August statt und ist die zweitgrößte Videospielmesse der Welt und ist in Köln jährlich. Und du gehst nach Köln dann? Es geht da dieses Jahr leider nicht hin, aber nächstes Jahr werde ich da safe hingehen. Ja. Nice, Alter. Ja, aber nächstes Jahr bin ich 16, da habe ich deutlich mehr Vorteile, als jetzt mit 15 dahin zu gehen. Genau. Aber es ist halt ein weiter Weg von München nach Köln, das ist so der Nachteil. Also du wohnst in München? In der Nähe von München, ja. Ah, okay. Ich bin in Sachsen. Okay. Bei mir ist eigentlich noch weiter, glaube ich. Na gut, München ist so ein Rest am anderen am Ende von Deutschland ungefähr. Aber um diesmal die Seite anzuzugeben, Nintendo RP, kommt darauf an, bei welcher Firma du das sehen willst. Wenn du es zum Microsoft Stream sehen willst, dann kannst du es bei deren YouTube-Channel anschauen oder auf deren Homepage. Den Nintendo Stream kannst du auf der Nintendo Homepage oder auf Nintendos YouTube-Kanal verfolgen. Oder eben bei mir. Ja, denn um 23 Uhr tue ich ja auch dann die Xbox Scorpio aus Microsofts Pressekonferenz live übertragen. Ist ja nur noch 3/4 Stunde bis dahin. Die Zeit vergeht jetzt auch sehr schnell. Freuen wir uns dann drauf. Wie alt seid ihr alle so? Ich bin 15, wie gesagt, und werde nächstes Jahr dann 16. Also, ja. Krass, ne? Die Tatsache. Und ihr? Ich werde dieses Jahr 12 und nächstes Jahr 13. Ja, das wird gesagt, ich werde dieses Jahr 12 und nächstes Jahr 15, dann wäre irgendwas falsch. Ja, das wäre ein bisschen komisch gewesen, weil ich kann ja nicht einfach so mal 2 Jahre überspringen. Das stimmt. Sensiert, alles klar. Ja, und ich mache gerade nichts Hobbyloseres und auch das Gegend. Ja, ich glaube schon, Mike Tendrell P., dass Nintendo viel vorstellen wird. Star Cooper wird dieses Jahr 16. Oh. Ja, cool. Ja gut, also ich bin jetzt in Mai 15 geworden und werde nächstes Jahr Mai 16, das Logik, ne? Ja, aber wie gesagt, Mike Tenno LP, ich glaube, dass Nintendo viel vorstellen wird, ja, ist ihm bekannt gegeben, vor allem Super Mario Odyssey, viel und mein Telefon läutet, ich muss mich kurz muten. Lol. Ist noch jemand anderes da? So, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz, ganz kurz was holen. Bin 2 Minuten wieder da und es gibt übrigens, sagt er noch, Gerüste, Pokémon Ultra Sonne, Pokémon Mond. Du hast uns da, Koopa Pokémon, Ultra Pokémon Sonne, Ultra Pokémon Mond, hat Nintendo bekannt gegeben vor einer Woche. Bei einer Direct am Samstag, das sind Nachfolger für den 3DS und nicht für die Switch. Und Adolf schreibt, sag mal, schöne Welt mit dieser Sonne, die schön ist. Alles klar. Sag es mir dazu.
Und Leute, ich bin gleich wieder da. David? Und wie war das eigentlich MacTenderLP mit dir und Discord? Ich weiß nicht mehr. David. Ja? Wo hast du deine Switch bekommen? Ich habe sie mir bei meinem örtlichen Technikladen vorbestellt und mit Glück habe ich eine bekommen, aber man muss dazu sagen, ich kannte da auch jemanden, was die Sache erheblich erleichtert hat. Ich brauche keine Switch. Ganz ehrlich, ich brauche keine. Okay, ja. Ich habe nicht die 5 Spiele von der Switch. Man kann auch gewinnen. Das stimmt. Sowas kann man immer mal probieren. Ja, aber gleich wieder da, Leute. Ist noch der andere da? Ja, bin da. Okay, du bist noch ein bisschen leise. Weiß ich. Ja, okay, so, wenn du so redest, geht's eigentlich. Was? Jumpscare? Das ist das mit Jumpscare. Nein, das ist ein Livestream. Jumpscare. Jetzt gerade jemand, Junge, was soll das? Jumpscare. Hast du eine Xbox? Ich? Ja. Nee, ich hab keine. PS3. Hast du eine? PS3. Ja, okay. Hat mein Halbbruder. Hast du eine PS3? Nee. Nicht ich, mein Bruder von mir. Kennst du GTA 5? Na klar, wir kennen das Smash. Okay, ich kann mein Smash gut verstehen, aber... Ja, ich kenn's. Mörder. Ah, nee, nicht Mörder. Du? Ja, auf PS3, aber nur GTA 5. Okay. Hm. Das tat ich. Kennst du Julian Bam? Ja, aber ich mag den nicht. Ich bin in seiner Armee. Nikolai Gold, der war auf. Was war das jetzt? Ich auch nicht. War das auch wegen Julian Bam oder warum? Kennst du den? Was? Der ist so ein Schinige. Nein. Hä? Ist der kein Chinese? Nein, der kommt aus Singapur. Das ist irgendwo in Japan, glaube ich. Oder Korea. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin wieder da. Und an... Will... mir jemand einblasen? Bester Name aus dem Fall hat geschrieben. Junge, was soll das Hamscare? Welcher Hamscare meinst du? Der da aufpoppt, wenn mich jemand abonniert. Und ich hab bewusst, das in der Weise jetzt gesagt. Wenn man, wie viele Abonnenten hat mein Kanal? Nein, nicht auf Suche gehen. Mein Kanal. Mein Kanal. 20? Mein Kanal. Wie viel ist 20? Ich hab zwei. Na gut. Ich hab 2 mit 2-0 dran. Sorry. Ach, also, mit, ja, ich hab ein bisschen 2 mit einer 18 hinten dran. S218 hab ich schon. Ja, cool. Ja? Läuft. Weil vorne hat es noch 213, bevor der Stream begonnen hat. Nice. 5 Abos plus, danke an alle. Ja, oh Gott, da ist ja der Blastendus. Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt bewusst, nicht wieder so ungeschickt genannt wie das letzte Mal. Insider können nur die wissen, die bei meinem zweiten Abo-Stream dabei waren. Du meinst Petro 10 Dots. Warum ist der offline, sein Hater oder was? Syndix fragt, willst du meinen Steam-Account gesenkt haben? Der ist über 500 Euro wert, ja, alles klar. Also, als ob du den schenkst, weil. Er wird auch nicht schenken, ne, weil. Ein Gamer-Code hätte ich eh nicht angenommen, weil der schon einen hat, das ist es. So. Machen würde. Ich habe einen Steam-Account, aber der ist jetzt nicht so krass aktuell. Kommt da noch.
Ja. Ja, kommt drauf an, ob er Beweise machen kann. Wer? Der andere Typ oder was? Nein, Zydex. Hm. Ja gut, das stimmt. So, ja gut, Leute, in fünf Minuten, werde ich auch damit Minecraft aufhören und mich nochmal kurz vorbereiten auf den E3-Stream, der um 15:15 beginnt. Das heißt, wir machen dann eine viertelstündige Pause und um 15:15 geht es dann hier los, live mit der Berichterstattung zu der Microsoft Pressekonferenz aus EA. Werden wir live streamen und kommentieren, so wie gestern. Dr. Duck, danke fürs Abo, das ist jetzt nochmal sehr cool. Wieder ein Abo mehr. Danke dafür, ja. Dr. Duck. Dr. Duck? Dr. Duck? Cooler Name. Ja, Grüße gehen raus, ne? Ja. Bleibst du dann eigentlich noch hier, wie heißt das? Discord. Wo drüber? Ja, was? Ja, bleibst du dann noch da drauf? Ja, Discord bleibst du auf jeden Fall. Da können wir weiter talken. Ja, E3 wird geiler, bin ich mir sicher. E3 ist ja schon längst. Sie hatte gestern mehr oder weniger den Auftakt mit EA. War richtig cool. Und jetzt geht's eben gleich weiter mit Microsoft um 23 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Auch wenn wir jetzt dann gleich kurz in Pause gehen, weil ich mir nochmal ein kleines Bild drauf vorbereiten muss. Mach einfach direkt FC Bayern Logo drauf. Wo? Auf dieses Bild für Pause. Ja. Oh, Zydex, du hast mir auch abonniert. Danke fürs Abo. Mensch, heute haben wir schon wieder Abos, ey. Ja, wenn ihr wollt, kann ich View on lassen. Da könnt ihr noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich spiele halt nicht weiter. Aber ihr könnt weiterspielen gerne. Ja, was geht heute ab? Jetzt habe ich 7 Abonnenten plus. Finde ich gut. Danke. Ja, die Nintendo Spotlight wird geil am Dienstag, das stimmt. Du wirst auch live vortragen ab 18 Uhr. Beginnt es, glaube ich, weiß ich noch nicht genau. Alles rund um die 30 die live. Ich werde auch heute früh um 4 Uhr die Bethesia live übertragen. Ich würde es mir eher anschauen ab Ferien zu denn. Und dachte ich mir, komm, übertrag es einfach gleich auch noch live, dann haben wir alles. Nice, dass jetzt irgendwie immer alle neuen abonnieren. Das stimmt. Das finde ich auch sehr gut. Aber das ist, ja. Ne. Langsam kommt's. Ja, bei dir läuft's auf jeden Fall. Bei mir. Wie lange machst du YouTube schon? Seit, noch nicht so lang. Seit Februar 2016. Seit also, Februar? Ja. Seit 2016. Also ein Viertel Jahre. Ich hab gerade mal 2 Abonnenten. Ja, gut. Läuft bei mir. Ja, definitiv. Bester YouTuber. Ja. So, also Leute, wir gehen kurz in die Pause, beziehungsweise, ja, wir gehen kurz in die Pause. Es geht dann weiter um 15:15 mit Gamercodes live at E3. Das haben wir uns mal das Microsoft Presse-Event an und werden dazu reden. Ich hoffe, ihr bleibt dran oder kommt dann in der Viertelstunde einfach wieder. Aber ich denke mal, den sollte so sein, oder? Ich bleibe auch noch auf Dings on. Das ist gut. Also Leute, gleich geht's dann weiter mit E3. Bleibt dran. Bis gleich. Nach 5 Stunden.